Ich lese drei weihnachtliche Szenen, also Szenen, die zur Weihnachtszeit in etwa passen. Der Stall. In den Ställen einer aufgegebenen Tierversuchsanstalt kam endlich eine Gruppe von Menschen auf der Flucht an, die vor etwas, das sie nicht genau benennen konnten, zu holen. Das Gebäude war stabil wie ein Bunker und genauso geschützt. Und nur durch eine aufgebrochene Flucht gelangten sie zu den trockenen Zellen. Das Nichtwissen über die Geschichte dieses Ortes war ein Segen. Sie breiteten Decken auf dem rauen Betonboden aus und sanken in Schlaf. Es ist nicht verwunderlich, dass sie von der glorreichen Vergangenheit träumten. Als es noch so viele Tiere gab, dass man sie für wissenschaftliche Zwecke und Erkenntnisgewinn misshandeln und töten konnte. Sie träumten von warmen Wohnungen mit Zentralheizung und fließendem Wasser. Das fließende Wasser, sein Rauschen, mag auch von dem Regen gekommen sein, der in der Nacht über das Gebäude hinwegzog und durch Rohre abfloss. Am nächsten Morgen setzten bei einer Schwangeren die Wehen ein. Stunden später kam das Kind zur Welt. Etwas war an diesem Kind anders. Seine Schreie klangen wie das Blöken eines Schafes. "Das ist ein Zeichen", sagte der halbirre Senior der Gruppe, der noch wusste, wie Lämmer klangen. Das Zimmer, das einmal ein Büro gewesen sein muss, sah wirklich so aus, als hätte hier ein Mensch... sehr lange ausgeharrt, ja gewartet, während draußen die Welt zerfiel. An der Wand hing ein ewiger Terminkalender, auf dem die Tage angestrichen waren in unterschiedlichen Farben, die zu unterschiedlichen Jahreszeiten gehörten. Das Büro wurde für einen Menschen, der vermutlich hier gestorben war, zu einer Heimstatt. Und dieser Mensch hatte sich alle Mühe gegeben, es sich so angenehm wie möglich zu machen. Und er war auch sehr erfolgreich darin, denn es war eine Ordnung zu geben, in deren Mitte das Telefon stand. Denn der Platz um dieses schlichte Tastentelefon war aufgeräumt. Und obwohl viele Konserven, Stapel und Bierberge da waren, keiner verstellte den Weg von der Couch zum Tisch mit dem Telefon. Rien kam es unheimlich vor, dass dieser Bewohner oder diese Bewohnerin sich nicht mehr in diesem Raum befand. Vermutlich war die Person auch hier gestorben. Sie musste zu einer Gemeinschaft gehört haben, für die dieser Raum auch von Wichtigkeit gewesen war. Rien war hier, um nach etwas Brauchbarem Ausschau zu halten. Aber sie traute sich auf einmal nicht mehr so richtig irgendetwas von seinem Platz zu entfernen. Alles musste hier so bleiben. Es war unheimlich. Sie setzte sich auf das Sofa. Und es war so bequem, dass sie unmittelbar aufseufzen musste. Warum sie hier nicht einquartieren? Der Rationalteil in ihr sagte, das ist verrückt, es passt gar nicht zu dir. Sie packte und lachte und packte ihre Wasserflasche aus. Sie fand ein sauberes Glas auf der Spüle. Wenigstens das kann ich benutzen, dachte sie. Sie trank daraus ihr etwas abgestandenes Wasser. Wie wäre es mit Tee, kam ihr der Gedanke. Hier gibt es doch sicher einen Kocher oder einen Herd. Ja, da, neben der Spüle. War da noch Gas drin? Vermutlich, sie hatte aber keine Eile, es nachzuprüfen. Sie ertappte sich dabei, wie sie das Telefon anstarrte. Obwohl das Netz schon lange zusammengebrochen war. Sie schüttelte sich. Sie griff nach dem Bücherstapel neben der Couch und nahm
ein Buch zur Hand. Der Titel war in einer fremden Sprache. Sie konnte ihn nicht lesen, was sie aber nicht frustrierte. Sie blätterte müßig darin, als hoffe sie, der Inhalt würde sich ihr so langsam erschließen. Doch schließlich legte sie es weg. Sie wollte schon gehen, da klingelte das Telefon. Der schneidend hohe Ton erschreckte sie fast zu Tode. »Warum fürchtest du dich?«, fragte sie sich, als das Klingeln nicht aufhören wollte, und sie nahm den Hörer ab. Der Christbaum. An der Wand des leeren Bahnhofswartesaals hatte jemand ein Metallgestell deponiert. Das war mit roher Kraft so verformt, dass es wie ein Baum mit ein paar dürren Ästen aussah. An der Spitze hatte er einen weggeworfenen Mercedes-Benz befestigt und sein Werk so verlassen. Die anderen Menschen aus der Stadt kamen herbei, um zu feiern, auch Björn und Elli, und freuten sich über diese besondere Dekoration und das wie ein Geschenk erschien. Sofort wurden Dinge organisiert, die man an den Baum hängen konnte. Actionfiguren und Süßigkeiten aus sorgsam gehüteten Vorräten. Dem Baum fehlen noch Nadeln, sagte Björn traurig, denn dieses Gestell gar nicht gefiel. Elli behängte die Äste mit Fäden, die sie aus einem grünen Handtuch gezogen hatte. Da die Äste so stabil waren, hatte jemand auch eine Radkappe aufgehängt, nicht ohne sie vorher sorgfältig zu polieren. Björn trat neugierig heran, um sich selbst darin zu betrachten. Doch was er sah, war sehr viel mehr. In der runden Fläche sah er die ganze Welt aufscheinen. Und sie war verwandelt, so freundlich und gut, eine Ahnung von den schönen Momenten, wie gemeinsames Gelächter beim Brettspiel oder die Entdeckung von alten Büchern und über schöne und interessante Gegenden. Als er zurücktrat und sich zu den anderen gesellte, blieb das Leuchten eine Weile auf seinem Gesicht.